Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 16. Ja, ich bin aus dem Urlaub wieder da. Ja, gewissermaßen war es jetzt leider nicht so ein erholsamer Urlaub, wie ich es ganz gerne hätte. Bin ich ganz ehrlich. Ja, hätte angenehmer sein können. Sei ich ganz ehrlich. So. Genau, wir haben ja hier ein paar neue Bossmonster. Dann haben wir einmal die Weltkreu-Wüste in Dalmekia. Also ich kann nicht mal ein Foto davon einfach. Ach komm, ist mir egal. So. Dann haben wir. Ja gut, und die finden wir irgendwann mal. Aber ist ja sowieso es. Das ist dann egal. So, dann machen wir erstmal die Weltkreu-Wüste. Ja, auf jeden Fall, ich bin wieder da. Ich habe mega Bock auf dieses Game. Gut, da ist schon die Weltkreu. So, wie mache ich das jetzt nochmal? Das meine ich nicht. Okay, das wollte ich. Aha, okay, so, okay, ich muss sowieso dahin. Aha. Dann gehen wir mal in die Dalimil-Schenke. Ja, auf jeden Fall, ich bin wieder da. Ich hab mega Bock auf Final Fantasy 16. Ich freue mich auch schon mega auf dieses Projekt. Leider wurde ich schon ein bisschen gespoilert. Also anscheinend soll gegen Ende irgendwas Trauriges passieren. Dann kämpft man safe gegen... Also ich sag jetzt einfach mal raus, was ich mitbekommen habe. Ne? Was mir gespoilert wurde, leider, und ich muss auch wiederum wirklich sagen, leider. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht feier. Und ich finde es schlimm. Ich hasse Spoiler einfach, weil es dann diesen Wow-Effekt, den ich super gerne habe, zunichte macht. Und dieser Wow-Effekt war eigentlich schon so der Hauptpunkt, warum ich ein Let's Play gemacht habe und nicht ja, und das halt nicht als Privat-Let's Play mache, beziehungsweise ja, selber zocke einfach, ne? Wie es eigentlich zuerst geplant war. Was sind das eigentlich für ein Viech? Der wandelnde Grabhügel. Na gut, vielleicht da hinten. Na, auf jeden Fall, ich bin da überhaupt nicht für. Also, wirklich zum Kotzen, ich mag sowas nicht. Also, wir kämpfen, war mir eigentlich von vornherein schon klar. Na, dass wir gegen Bahamut kämpfen. Ist klar. Das wird wahrscheinlich sogar, vielleicht sogar in diesem Stream passieren. Na. Wenn wir ganz viel Glück haben. Ja, also in diesem Stream, ne? Ja, gegen Odin kämpfen wir. Entweder gegen Odin oder gegen Bahamut gibt es sogar eine Esper-Fusion.
Oder halt sogar gegen, wie ist denn das, was jetzt Ultima gewesen? Oder gegen Ultima, dass wir da eine Fusion machen. Ultima wird höchstwahrscheinlich der Endboss sein. Hatte ich mir aber eigentlich auch schon so gedacht und erwartet. Ja, also es soll eine Fusion geben. Und das ist jetzt nur eine Vermutung, ich weiß es nicht. Jill soll anscheinend sterben. Am Ende. Oder auf jeden Fall generell sterben, weil wir müssen ja auch Shivas Power kriegen. Ne, die fehlt halt auch noch. Finde ich schlimm. Ich wollte eigentlich ganz gerne, dass die beiden zusammenkommen. Aber anscheinend ist das nicht mehr erwünscht. Sondern das einzige Traumpaar oder Vorzeigepaar muss halt Tidus und Yuna sein aus 10. Wobei Squall und Renoir aus 8. Ja gut, Tifa und Cloud aus 7. Wobei die sind eigentlich nicht zusammen. Renoir und Squall auf jeden Fall. Zidane und Garnet auf jeden Fall aus 9. Ja gut, und halt Tidus. So, auf jeden Fall, das ist so, was ich mitbekommen habe. Beziehungsweise, was ich ungewollt lesen musste und unter etwas, was eigentlich nicht für Spoiler gedacht und erwartet ist. Ich hätte es nicht erwartet, dass es da einfach gesagt wird, oh ja, das dies und jenes. Ja. Weiß ich nicht, vielleicht sollte ich auch einfach nicht mehr arbeiten gehen, sondern einfach Bürgergeld kassieren und dann kann ich auch Spiele wie diese hier 24/7 durchsuchten, dass ich auch einfach nicht in die Gefahr gerate, gespoilert zu werden, weil ich sag ganz ehrlich, gespoilert werden ist für mich wirklich schlimm. Ich hasse es, gespoilert werden, unnormal. Weiß ich nicht, ist überhaupt nicht meins. Ja. Eigentlich hätte ich mich gefreut, dass heute so das Wetter so einigermaßen angenehm ist. Aber ganz ehrlich, die wussten ganz genau, ey. Samstag werde ich streamen. Lass mal schwüles Wetter wieder machen. Und das ist so eine ekelhafte Luft. Dass ich kotzen könnte, ey. Na. So, jetzt haben wir genug schlechte Laune verbreitet. Ja, aber es muss einfach raus. Na. Ja, deswegen, ich hätte eigentlich viel, viel früher gestreamt, aber das Wetter macht mich einfach übelst fertig. Ich habe mich sogar pennen gelegen nochmal, nachdem ich gegessen hatte und dann, ja. Weil wir hatten heute gegen Vormittags hatten wir ein bisschen Hammer Badlands gespielt für die PS2. Haben es auch durchgespielt. Was mich sehr, sehr freut. Ein Spiel weniger, was ich noch erledigen muss. Und dann hatte ich dann ja auch gesagt gehabt, yo, Leute, schaltet ein. Ich werde Final Fantasy 16 heute auf Safe zocken. Ja, und habe dann eigentlich gesagt, jo, gegen 14, 15 Uhr geht's los. Ja, wurde nichts raus. Um 14, 15 Uhr war ich am Schlafen. Ja, wir benutzen jetzt gerade mal Chocobo, weil es schneller geht.
Okay, Chocobo mochte keine Anhöhe. Kann ich verstehen. Ja, zum Urlaub gibt es eigentlich nicht viel sagen. Ich wollte eigentlich erholsam Urlaub haben. Hab ich leider nicht bekommen. Ne, leider nicht. War leider stressiger, als es eigentlich sollte. Viel Privatzocken sowie Serien schauen, was ich ganz gerne so mache, konnte ich alles vergessen. Ja. Ach man. Ja, ist ein bisschen blöd. Naja, jetzt bin ich seit 6 Tagen wieder da. Konnte aber auch nicht streamen, weil ich am Arbeiten war und die Schichten so scheiße liefen, dass ich nicht streamen konnte. Ich meine, ich habe sowieso eigentlich so viel Content, was ich noch hochladen muss. Ich muss jetzt eigentlich noch alle bisherig aufgenommenen Streams von Final Fantasy 16 muss ich eigentlich auch noch rendern und hochladen. Dann habe ich noch die restlichen Parts von Fire Emblem Engage. Da bin ich jetzt aber fast. Ja, was heißt fast? Ich glaube, 5 oder 6 Parts muss ich noch rendern. Dann habe ich das soweit fertig. Ja, und dann kommt. Dann kommt noch das ein oder andere PS2 Rally Game, was ich noch gemacht habe. Ich mache das lieber in der Reihenfolge einfach. Deswegen, ich mache immer so eine Reihenfolge, dass ich das nicht verwechsel. Ja, im Grunde haben wir eigentlich so viele Games auch noch, die ich angefangen habe, aber auch nicht beendet habe. Ne? Ja. Ja. Von den PS2 Games, ne, habe ich einige. DTM Race Driver 2 muss ich noch weiter spielen. Er hatte ich auch noch. Firma 4 Evolution auch angefangen. Wir werden das auch spielen, das Game. Wird sogar das nächste PS2 Projekt sein, kann ich schon mal verraten. Ja, ja, das kann ich schon mal verraten, weil das weil es jetzt das nächste Game auf meinem Stapel ist. Wird längeres Projekt werden, weil das Spiel schon ein bisschen crappy ist, aber ich will es ganz gerne, soweit es mir möglich ist, durchspielen. Warum seid ihr nicht früher aufgetaucht? Naja. Joa. Naja, so, ja, so sieht's eigentlich aus. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich heute streamen werde. Das hängt auch so ein bisschen vom Wetter ab. Es ist einfach viel zu heiß. Ich bin, also was heißt zu heiß? Es ist einfach nur schwül. Und wo ist denn dieses scheiß Monster? Der Stand sieht merkwürdig aus. First Titokalon. Warte mal. Wer ist der Boss jetzt? Der wandelnde Grabhügel. Müsste sein. Der Grimalkin ist eine Katze und die Seelenstacheln sehen wie Käfer aus. Ja, das müsste sein.
Ist aber sehr, sehr weit von da entfernt, wo ich ihn erwarte. Okay, da hatte man Time-Mile. Das ist eigentlich nicht so gut. Ja, nicht unbedingt ein größeres Schwert, aber... wohl einfach mehr... einfach mehr Power. Ja gut, das Blöde an der ist halt, dass wir... dass wir nur eine Stelle von ihm angreifen können. Boah. Ja, wobei 11.972 ist wenig. Das haben wir eigentlich... okay, Schwachpunkt erwischt anscheinend. Find ich gut. Junge, wir kloppen ja auch ein Titan-Fähigkeit nach der anderen rein, ey. Unnormal geil. So. Ja, Spiel macht wieder Bock. Ich hab richtig Bock aufs Game. Wie gesagt, ich würd's auch sehr, sehr gerne durchhaben. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir mehr Damage gemacht. 28.401. So, berüchtigte Gefahr beendet. So, 1.100 Erfahrung und was? 10.000 Gil? Level 35. Nice. Krass. So, Rotlegierung. Wärst du mal im Panzer geblieben. Was auch voll cool ist, das Schwert von Clive wurde jetzt hier im in irgendeinem Museum wurde das ausgestellt. So, warte mal, wir haben jetzt. Das haben wir erledigt. Verlassene Hütte in Dalmekia. Ne, es wurde irgendwo ausgestellt. Das Schwert. Das mega cool ist. So. Ne, eigentlich da nicht. Warte mal, machen wir. Lumpennest heißt, okay. Valkyrefluss. Sichel am Kiefer. Ach, das heißt, beim Kiefer bin ich noch gar nicht gewesen. Aha. Okay. Wo kommen wir eigentlich hin, wenn wir denn da hinten sind? Gucken wir mal. Ja, ach, die Zeit haben wir. Safe. Wir mal gucken. Oder ob wir da überhaupt... ach nee, das ist die Weltkarte. Ach so, nee gut, dann müssen wir Story weitermachen. Ja, ist ja gar kein Problem. Nö.
Nee, nö, ist ja gar kein Problem. So, eine Nebenstory haben wir aktuell auch gar nicht. Das muss der Fluss sein. Und wo steckt Gav? Ein bisschen mehr Geduld. So, da ist Gav. Was geht, mein Bester? Bin ich spät dran, Gav? Besser spät als nie. Ich habe die Gegend abgesucht. Hier sollte am meisten Sternsand zu finden sein. Also nehmen wir einfach so viel von dem Zeug mit, wie wir können. Boah, das Wasser sieht schön aus. Was Schledern damit vorhat. Ich habe in Dalimil rumgefragt und alle meinten, es taugt nichts. Aber wenn Schledern Sternsand will, soll er Sternsand bekommen. Hier liegt ja genug davon rum. Wir müssen ihn nur einsacken. Dann machen wir uns ans Werk. Jawohl. Los geht's. Ja, ist ein bisschen merkwürdig, ja. Wofür braucht er denn Sternsand? Macht nicht ganz so viel Sinn, ja. Egal. Oh, was ist das denn? Wie süß. Deine Echsen. Ja, gut, sind schon größere Echsen. Meine Arbeit sehe ich auch immer so ganz kleine Geckos. Ganz komischer Ort auf jeden Fall. Ist also Sternsand. Ja, es macht doch voll Sinn. Bis auf die Farbe ziemlich gewöhnlich. Ist auch einfach nur Sand. Aber egal, Quest ist Quest. Mir soll's egal sein. Hauptsache, Story geht weiter. Was denn so leckeres gegessen? Also eigentlich wollte ich einen Döner-Teller haben, wie ich es mir eigentlich immer gerne hole an einem Samstag. Aber die sind tatsächlich und ohne Witz, die sind wirklich noch bis Montag sind die im Urlaub. Also nicht, dass ich es gönne, so, nicht gönne, so, ne? Aber die sind im Urlaub, also ich bin da hingegangen, also die waren da, nur das Geschäft war nicht da. Die haben dann halt nur Fladenbrot und so weiter verkauft, weil das dann bei denen auch im Geschäft mit drin ist. Ja, ein bisschen schade. Aber egal, ich konnte mich ein bisschen bewegen. Hab meine 2000, 3000 Schritte gehabt. Ja. Ja, ich habe so eine Gesundheits-App habe ich. Und die sagt mir immer, ich soll immer mindestens 6000 Schritte pro Tag haben. Das sind dann immer so, ja, umgerechnet so 2-3 Kilometer. Habe ich heute auch nicht erreicht, leider. Habe ich nur die Hälfte erreicht. Das sollte wohl reichen. Mal sehen, wie Gav sich schlägt. Aber es ist so eine kleine Motivation einfach, ne? Finde ich. Ich wollte ja sowieso abnehmen. Bin ja auch dabei. Na. Ober Samstag darf ich ein bisschen. Darf ich auch mal was Leckeres nehmen. Wie viel Sand hast du? Genug. Genug. Wie viel Sand hast du? Genug. Ach du.
Sieger. Selbst Schledorn wird dann nichts zu meckern haben. Du hör mal, können wir uns kurz unterhalten? Hm. Das hört sich merkwürdig an. Liegt an, Gav. Hab ich schon mal gesagt gehabt, dass der Fluss schön aussieht? Ist schon ewig her, dass wir richtig geredet haben. Von Mann zu Mann und so. Ja, jetzt wo du es sagst. Als du gerade Sids Nachfolge angetreten hattest, war das anders. Wir haben über alles beraten. Ist irgendwie voll leise. Das gibt es immer noch. Spürst du langsam die Last auf deinen Schultern? In letzter Zeit sieht man dich ja kaum noch im Versteck. Immer bist du irgendwas erledigen. Du kannst dir ruhig mal einen Tag frei nehmen. Nein. Du gehst doch selbstständig hinter feindlichen Linien spionieren. Nur weil du mich dauernd hinschickst. Ich weiß, dass ich auf dich zählen kann. Ebenso. Also schick mich einfach dahin, wo du mich brauchst. Dann mache ich auch weiter. Im sicheren Wissen, dass ich ein Zuhause habe. Dank dir. Ich habe irgendwie das Gefühl, Gav wird sterben. Gut. Das reicht für heute mit der Gefühlsduselei. Bringen wir das Zeug lieber schnell zu Schledorn, bevor er noch mit seinem Hammer um sich wirft. Geh schon mal vor. Ruh dich etwas aus, wenn du da bist. Oh, das werde ich. Kannst du mir glauben? Natürlich erst dann, wenn Schledorn hat, was er braucht. Da hört man wahrscheinlich den starken Wind. Also es soll jetzt Sturm kommen. Eigentlich hätte das schon bis 18 Uhr hätte das fertig sein sollen und jetzt kommt Sturm. Ja, macht so unglaublich viel Sinn wieder. So, dann sollen wir wieder zurück. Das machen wir damit Vergnügen. Ich weiß nicht, also ich habe irgendwas Gefühl, Gav wird sterben. Ich meine, der war ja sowieso schon an einigen Punkten in der Story dabei, aufzugehen, ne? Ich will es nicht auf mich mag. Hoffen wir schlägt. Genug Sand. Na, man will es nicht hoppen, so, ne? Weil ich mag Gav eigentlich. Ich mag eigentlich voll viele hier. Schledorn, hast du jetzt alles? Ja, glaube ich. Wieso glaubst du? Danke für den Sternsand. Sollte fürs Erste reichen. Wir sollten uns öfter für Missionen zusammentun. Ich hock sonst meistens ganz allein im Feindgebiet rum. Dann mache ich mich jetzt mal an diese Wärmepanzerung. Wird aber etwas dauern. Also falls du was erledigen musst, brauchst du mir nicht die ganze Zeit auf die Hände zu starren. Danke, Schledorn. Ich gehe gleich zu mit und sag ihr Bescheid. Hey. Oha, großzügig. Wir sollten dann wohl auch zurück an die Arbeit. Ruf einfach, wenn irgendwas ist. Klar. Den Kristall hat er. Auch zerstört? Nicht im Ernst. Warum gibt das nicht mehr? Ach. Bin ich dämlich. Jo, Drachenfang haben wir zerstört, das stimmt. Ich war oben, wo unsere Zwergschule war. Also wenn ich Final Fantasy 16 zocke, habe ich mega Bock auf Final Fantasy 14. Sag ich ganz ehrlich. Ja, ich werde 14 auf jeden Fall. Na, auf jeden Fall werde ich das auch spielen.
Habe ich mega Bock drauf. Müssen wir mal gucken, weil es ein Online-Game ist, wird das natürlich ewig dauern, ne? Melde gehorsamst, dass Schledorn an der Panzerung arbeitet. Wunderbar. Eins von dreien hätten wir. Und? Was kommt jetzt? Der Helm, würde ich sagen. Für den brauchen wir Material von den Gefallenen. Du meinst aus den Ruinen? Ich dachte, das Material wäre so schwer zu bearbeiten. Also gut, dass wir das nicht müssen. Ach nicht? Zufälligerweise gibt es da diese eine Ruine, deren Bruchstücke exakt die Form und Größe haben, die wir für unser Schiff brauchen. Okay. Dingsbums, da kann dir mehr erzählen. Dingsbums. Ah ja. Die kann sich wunderbar Namen merken. Oh, Sid, sicher geht es um den Helm. Ja. Ich bin in Mits Auftrag hier. Ah, dann zeige ich dir mal die Pläne. Also, das hier ist der Mithril-Antrieb und darin wird Mithril verbrannt, um Hitze zu erzeugen. Und diese Hitze wird wiederum in Antriebskraft umgewandelt. Die überschüssige Hitze wird von Wärmeverschubaggregaten aufgenommen, abgeleitet und dann an die umliegende Luft abgegeben. Nur, würden sich die Aggregate allein auf die Panzerung verlassen, dann würde tatsächlich die Menge an überschüssiger Wärme den Verschubkoeffizienten um ein Weites übersteigen, weißt du? Anders gesagt, der Reaktor würde überhitzen und irgendwann explodieren. Und deshalb brauchen wir den Helm. Er wird mit der Panzerung verbunden und dient als eine Art Wärmesenke, die die überschüssige Energie absorbiert. Unsere Experimente zeigen, dass aus den Ruinen extrem hitzeresistent ist. Es hält weit höhere Temperaturen aus als alles, womit wir heutzutage arbeiten. Und obendrein ist es wasserfest und rostfrei, was es zum perfekten Baustoff für unsere Schutzhaube macht. Wenn, und ich bete wirklich, dass es nie passiert, Wasser in den Reaktor eindringt, würde es verdampfen und Kräfte freisetzen, die das Schiff zerfetzen, vom Heck bis zum... Danke, schon gut. Hab's verstanden. Mit wollte wohl Teile einer bestimmten Ruine verarbeiten. Wo finde ich die? Ah, ja. Sie liegt an Lobert's Forstweg, nahe Kielbrück. Da gibt es nur ein Problem. Ich wünschte, ich hätte die Teile, die wir brauchen, schon früher besorgt. Jetzt hat sich nämlich leider ein unerwünschter Besucher dort niedergelassen. Einfach so hineinspazieren und Material sammeln geht nicht mehr. Es ist jetzt um einiges gefährlicher. Verstehe. Ich könnte mich ja um diesen unerwünschten Besucher kümmern. Hilft das? Oh, sehe sogar. Wahrscheinlich irgendein Monster, ne? Meine Leute und ich machen uns gleich auf den Weg. Wir treffen uns an der Ruine.